Hallo und herzlich willkommen zum Luke und Nick Podcast. Mein Name ist Nick und an der anderen Leitung mein Reisebuddy Luke. Luke, wie geht's dir? Ja, wieder ganz gut, aber ich hatte jetzt letzte Nacht ein wirklich heftiges Erlebnis. Eigentlich wollten wir ja, oder wir machen es auch, diese Folge in mein Interview mit meinem Reisebuddy oder meinem Kurzzeitreisebuddy Philipp raushauen. Mhm. Über ihn so ein bisschen was berichten, aber das musste man auch jetzt mal kurz vorher mit einbauen. Weil die Story einfach zu krass ist. Du hast mir auch noch nichts erzählt. Du hast mir nur gesagt, da ist irgendwas Krasses passiert, aber du wolltest meine ehrliche Reaktion haben. Dementsprechend bin ich natürlich jetzt auch super gespannt und hoffe, es ist nicht so schlimm, wie du es hier aufbaust. Also pass auf, ich habe ja in einer Folge gesagt, dass Mexiko recht sicher ist und man sich eigentlich keine Gedanken machen soll und so weiter. Und ich kann das auch so in Sachen wie Diebstahl oder, weiß ich nicht, Entführungen oder sowas, was halt von Kriminellen sozusagen ausgeht, immer noch unterschreiben. Mir ist aber was anderes passiert. Und zwar war ich mit zwei Jungs aus Deutschland, mit denen ich schon ein bisschen am Reisen war vorher, in Tulum für eine ganz coole Party, wo DJs aus Berlin da waren, Techno-DJs aus Berlin. Tulum kann man auch wirklich empfehlen, so by the way, wenn man auf so Techno-Party steht. So, dann gehen wir irgendwann nach Hause nachts und wussten nicht mehr ganz den Weg zu unserem Hostel, weil wir da die erste Nacht waren. Setzen uns kurz an den Straßenrand und schauen bei Maps nach dem Weg. Dann fährt ein Polizeiwagen an uns vorbei, hält kurz an, checkt, was ist. Ich dachte mir so, ja, okay, ne, die gucken, ob wir jetzt hier irgendwie, was weiß ich, Alkohol trinken auf den Straßen oder noch Schlimmeres, ne? Und dann sind sie aber auch weitergefahren, ne, wir haben nichts gemacht. Dann dachte ich mir, alles okay. Fährt dann weiter ums Eck, bleibt am Eck nochmal kurz stehen, habe ich aus dem Augenwinkel gesehen. Habe mir aber auch immer noch nichts bei gedacht. Ich gehe weiter, wir haben dann den Weg zum Hostel jetzt klar gemacht, war nur noch so 150 Meter. Dann gehen wir und 10 Meter vor dem Hostel bleibt der Streifenwagen stehen und sagt, stopp, 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 Leute, stehen bleiben. Ich dachte mir so, das auf Spanisch gesagt oder auf Englisch? Ja, auf Spanisch. Okay, so, ja, okay. Aber der wusste wahrscheinlich, dass ihr Touristen wart. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall wusste er, hat gesehen, wir wissen nicht, wo der Weg ist oder was auch immer der dachte und dachte sich, okay, Touris, ne? Und ich meine, wir sehen ja auch wie Mexikaner aus. Ein Polizist oder zwei? Zwei Stück. Okay. So. Und ich dachte mir so, ja, okay, wir haben nichts gemacht, so, wir haben keine Drogen bei uns, alles gut, so, die machen vielleicht eine Routinekontrolle. Dann sagt er mir sowas, ja, hier Leute, stehen bleiben, kommt dran. Dann ruft er kurz seinen Freund, dass er aus dem Wagen kommt, also der bei uns steht gerade, ruft seinen Freund, dass er aus dem Wagen rauskommen soll. In dem Moment wirft er ein kleines Päckchen mit Drogen auf den Boden. Ich hab's gesehen. Alter. Ja, ich hab's gesehen. Ich drehe mich wieder um, mein Kollege auch. Das Gute war, der dritte Kollege ist gerade schon zum Hostel gelaufen. Komme ich gleich mal drauf zurück. So, und dann geht's mit dem Gespräch los. Ne? Der zweite Kollege kommt dazu, ist mit einer Sturmmaske vermummt. Beide natürlich mit ihren fetten Knarren dabei. Und sagt so, ja, auf Spanisch alles. Ja, Leute, ihr habt jetzt ein richtig dickes Problem. Ihr habt hier gerade Drogen auf den Boden geworfen. Ich hab's gesehen und so. Also hat er gesagt, das sind eure Drogen. Also hat der zweite Cop das gesagt oder der erste, der geworfen hat? Nee, der erste, der bei uns stand, hat eigentlich die ganze Zeit geredet. Der andere Maskierte stand eigentlich nur daneben. Okay. Und sagt so, Leute, das ist mucho problemo, irgendwie sowas, ne? Gefängnis hat er gesagt und so weiter. Und ich so, ey, ich hab direkt mit Spanisch angefangen. Leute, seid ehrlich, wir haben nichts gemacht, wir haben keine Drogen bei uns gehabt und so weiter. Und dann sagt er so, oh, hablas español, also sprichst du Spanisch? Und ich dann so, ja, ich spreche Spanisch. Da hat er schon direkt zu seinen Kollegen geguckt, da dachte ich mir so, okay, vielleicht bringt das irgendwas, aber der hat immer weiter auf uns eingeredet. Ich so, ja, Leute, ey, wir haben das nicht, das sind nicht wir, seid jetzt mal ehrlich so, was soll das? Und dann meinte er, ja, Kameras hier überall, können wir euch zeigen? Ich so, ja, okay, dann zeigt uns die doch, ne? Zeigt uns die Kameraaufnahmen. Und dann war er schon so ein bisschen angepisst da schon. Ne? Also, hey, also warte mal kurz, mal stopp. Du hast aber da anscheinend schon recht große Fresse dann, oder? Also geht. Also ich war schon so ein bisschen, so ein bisschen also nervös, ängstlich. Oder? Ja, und habe so einen nervös auf jeden Fall. Und habe einen auf, habe gehofft, an seine Ehrlichkeit zu appellieren. Und auf die Schiene bin ich dann gegangen. Als er dann aber gesagt hat, ich kann euch die Kameraaufnahmen zeigen, dachte mir so, ja, okay, Alter, dann zeigen wir uns die Kameraaufnahmen so, ne? Weil du wusstest, dass du eh nichts, dass ihr da eh nichts zu verbergen habt und dass die Sache dann klar wäre, ne? Ja, so, und dann, jetzt kommt wieder der dritte Kollege mit ins Spiel.
jetzt zum Hostel gelaufen ist und den Rezeptionisten geholt hat, weil allzu viel konnte ich mit meinem Spanisch auch nicht ausrichten. Ich konnte sagen, dass es nicht unsere sind. Kurz nochmal, dein Kollege, hat der das, ist der absichtlich da direkt hingerannt, als die Cops kamen, oder war es einfach nur Zufall, dass er schon vorgegangen ist? Der war fünf Meter vor uns, aber dachte sich dann so, komm, ich gehe jetzt einfach weiter, weil, ja, warum nicht? Also es war einfach clever von ihm. Er ist direkt zum Rezeptionisten, hat ihm gesagt, komm mit, komm mit, komm mit. Meine Kollegen draußen haben ein richtig dickes Problem gerade. Die Cops wollen die Jungs abziehen. Und dann ist der Rezeptionist raus, weil er hat auf Spanisch mit denen geredet. Erst hat er sich selbst auch nicht zu den Cops hingetraut oder zu den Polizisten hingetraut. Dann haben wir ihn aber gerufen. Und dann hat er so ein paar Sätze mit denen geredet. Und dann habe ich einfach nur zu dem zweiten, zum zweiten Freund, der bei den Polizisten stand, ey, Digi, jetzt ist der Moment, wir gehen einfach weg, egal was sie sagen, wir gehen einfach weg. Dann sind wir einfach schnurstracks gegangen, so nicht gerannt, sondern einfach nur gegangen, schnellen Schrittes, ab ins Hostelzimmer, haben uns eingeschlossen im Badezimmer, weil wir dachten, boah, wenn die jetzt hier Zimmerkontrollen machen, aber machen sie eh nicht, ne? So weit wird es nicht kommen. Und da haben wir da wirklich... Also wieso, ihr hattet ja nichts im Zimmer, oder? Nee, wir hatten nichts, aber... ich meine, die können uns das ja ganz easy anhängen. Das ist ja kein Problem. Die haben ihre Leute da, die können uns mit auf eine Wache nehmen, theoretisch. Mhm. Und dann, ne, letztendlich ist ja klar, die wollen einfach nur Geld haben. Ne? Man liest das alles vorher so, was man für Probleme mit korrupten Polizisten haben kann. Letztendlich hätten sie gesagt, Leute, gibt uns 2000 Pesos oder so und dann hätte man handeln müssen und so weiter. Aber sehe ich ja einfach nicht ein. Ich habe ja absolut nichts gemacht. Und deswegen haben wir uns dann einfach verkrochen und gehört, ob die noch da reden und so. Die haben dann auch eine Zeit lang noch geredet. Und dann sind wir nach 15 Minuten raus. Mein Herz war auf 1800. Oh, also ja, kann ich mir 180. Vorstellen. Und dann habe ich mich irgendwann einfach ins Bett gelegt und bin nach, weiß ich nicht wie viele Minuten, eingeschlafen, aber hat lange gedauert. Und noch nachts von geträumt. Also ich habe wirklich Paranoia geschoben. Das ist eine Horror-Story. Ich habe Paranoia geschoben in meinem Traum, dass sie ins Zimmer reinkommen und mich aus dem Bett holen und so. Und bin aufgewacht und dachte mir so, alles gut. Ja, da hattet ihr auf jeden Fall nochmal so Glück im Unglück, würde ich sagen. Das hätte auch deutlich anders ausgehen können. Ja. Vor allem, wenn ihr dann nicht euch geweigert hättet, da zu zahlen, dann hätten die euch wahrscheinlich noch mitgenommen und dann hätte das Ganze noch eine ganz andere Wendung genommen. Ja. Alter, das ist auf jeden Fall krass. Hat denn der Typ, der Rezeptionist, da noch irgendwas gesagt am nächsten Tag oder habt ihr auch mal mit dem geredet? Ich habe den auch gar nicht mehr gesehen. Der hat, glaube ich, nur die Nachtschicht, Du hast den danach nicht mehr gesehen? Den Rezeptionisten? Nicht, nee. Okay, aber du bist dir sicher, dass der das die Nacht überlebt hat? Ja, also da mache ich mir keine Sorgen drum, nee. Okay, krass, krasse Story. Ist das denn in so, ist dieser, ja, dieses Gebiet da, wo ihr jetzt wart, da sind doch wahrscheinlich aber viele Touristen unterwegs, oder ist das mehr so? Also was ich da jetzt von mitgenommen habe, wir haben so unter uns Freunden gesagt, okay, das war eigentlich jetzt eine ganz gute, eine gute Lesson, um daraus zu lernen, weil uns wurde ja jetzt nichts abgenommen und wir haben, sind mit nichts außer dem Schreck davongekommen. Und ich habe jetzt einfach mitgenommen, in solchen Orten wie da oder auch generell wahrscheinlich in Lateinamerika nachts nicht einfach nachts nicht rumtreiben, vor allem nicht alleine. Und vor allem. Stell dir mal vor, du wärst alleine gewesen da. Ja, dann wäre ich am Arsch. Ja. Und vor allem nicht in so Nebenstraßen. Ich glaube, an der Hauptstraße wäre es weniger ein Problem gewesen, weil man dann da Leute gehabt hätte, die als Zeugen sozusagen dienen oder die an die man sich hätte wenden können. Aber wir waren wirklich die einzigen Menschen weit und breit auf dieser Nebenstraße. Und das Hostel war halt da. Und deswegen war das für die dann eher leichtes Spiel. Ne? Ja, da hat sich dann leider eins der Vorurteile dann doch bewahrheitet. Und ich hoffe, das wird nicht so weitergehen, weil es ist ja noch recht früh in deinem Trip so. Ja. Das ist auf jeden Fall heftig. Und ich vermute mal, wenn das jetzt euch so passiert ist, mal eben, das ist einfach, dass die das einfach auf regelmäßiger Basis abziehen, ne? Kann ich mir gut vorstellen, nachts um 3 Uhr. Wie oft da dann schon die Touris übers Ohr gehauen wurden oder Schlimmeres. Ja. Will man sich da gar nicht vorstellen. Das ist dann irgendwie schon sehr beängstigend. Jo, definitiv. Korruption ist scheiße. Ja, gut, das war ja jetzt mal, das war wirklich mal eine Story wert, um die Stimmung jetzt ein bisschen wieder hochzufahren, kommt jetzt das Interview mit Luke und Philipp und wie ich schon in der letzten Woche gesagt habe, das ist wirklich nochmal zum Lachen. Also ich kenne Philipp jetzt nicht, aber
auf mich wirkt er super sympathisch. Lustigerweise kommt er auch aus Werl. Da geht er aber ja später nochmal drauf ein. Ja. Und ja, der Philipp, der hat ein ganz lustiges und cooles Motto, wie er um die Welt reist. Und ja, hört einfach mal rein und genießt das. Wir hören uns dann wieder nächste Woche und ich hoffe, bis dahin hast du nicht wieder eine Begegnung mit Cops hinter dir. Ich hoffe es auch. Take it easy. Herzlich willkommen zurück zum Luke und Nick Podcast. Danke fürs Einschalten. Mein Name ist Luke und heute sind wir mal ohne Nick. Dafür mit meinem Kurzzeit-Reise-Buddy Philipp. Er sitzt hier neben mir. Wir chillen hier gerade noch in Bacala. Das ist in Mexiko an der Grenze zu Belize. Und Philipp, vielleicht stell dich mal ganz kurz vor. So, woher kommst du? Wie alt bist du? Und was ist dein Motto? Denn darum soll es ja hier teilweise gehen heute. Ja, ich bin der Philipp, wohne in Werl, was auch ganz witzig ist, weil wir Luke auf Holbusch kennengelernt habe und der wohnt in Hamm, was ca. 18 Kilometer voneinander entfernt ist. Und wir kommen aus der gleichen Gegend, kennen die gleichen Orte und ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mit ihm rumzureisen. Über mich, mein Motto ist mit Adiletten um die Welt. Das bedeutet, ja, ich habe vor 3 Jahren angefangen damit und war in Australien und Südostasien. Hab dann während meiner Ausbildung mehrere europäische Länder und Städte bereist, immer mit Adiletten. Und nun mache ich Mittelamerika und Südamerika. Zu dem Adiletten mal eine Frage. Ich kenne sie ja, es sind grüne Adiletten mit dem Namen Philipp drauf. Waren das schon immer die oder hast du da mehrere von? Nein, ich besitze aktuell 4 Paare, aber die Sammlung wird sich auf jeden Fall erweitern. Das steht fest. Gut, und das ist dann so dein einziges Gepäck an Sachen Schuhen, was du mitnimmst? Oder was hast du dir dabei generell so gedacht? Wie kommst du überhaupt zu diesem Adiletten-Ding? So, also, es klingt für mich ja schon so ein bisschen freaky und ich find's auch eigentlich witzig, weil du läufst ja echt oft und meistens nur in Adiletten rum. Ja, wie kamst du überhaupt dazu? So? Ja, erst einmal ist es so ein typisches deutsches Fußballding. Jeder Fußballer besitzt Adiletten und ich dachte mir, weil ich Adiletten so toll finde und die immer schon gefeiert habe, reise ich damit um die Welt und probiere alles damit zu machen. Also ich probiere damit zu wandern, teilweise auch Fußball zu spielen oder auch einfach dann lange Strecken, wie zum Beispiel 20 Kilometer am Tag, Sightseeing zu machen. Ja, ist auf jeden Fall recht interessant und witzig, wie ich auch finde. Deswegen ja auch hier die Folge mal über den Philipp und seine Idee. Hast du denn schon mal irgendwie einen scheiß Spruch gesteckt bekommen, also irgendwie so was Negatives diesbezüglich, weil du in irgendeiner, weiß ich nicht, Großstadt wie, nur ein Beispiel New York, keine Ahnung, ob du da schon warst, mit Adiletten rumgelaufen bist? Also ein negatives Beispiel hatte ich und das habe ich wirklich ernst genommen, denn es war so eine junge Französin auf Gili in Indonesien und sie hat mich gefragt, warum ich jeden Tag mit meinen schäbigen Adiletten rumlaufe und da wurde ich... Das habe ich schon persönlich genommen, muss ich sagen, und habe da auch nicht viel darauf geantwortet, weil es mich nicht juckt eigentlich, was andere denken. Ich laufe den ganzen Tag damit rum und feiere das. Ja, auf jeden Fall gutes Statement. Finde ich geil. Wir haben uns auf Holbosch kennengelernt. Darüber haben wir hier auf dem Podcast auch schon eine Folge gemacht. Und haben uns eigentlich recht gut direkt verstanden. Wir haben uns zusammen gefrühstückt, ne? Dann nach 10 Minuten entschlossen, komm, lass uns zum Dia de los Muertos nach Merida zusammen und seitdem sind wir 2 Wochen am Rumreisen, ne? Genau, so, ja genau, das ist so. Wir wollten auch über ein anderes Land, oder du wolltest auch über ein anderes Land reden, was vielleicht noch nicht so viele Leute bereist haben, jetzt nicht hier aus der Umgebung, sondern von deinem Südostasien-Trip. Welches ist das? Also mir persönlich hat Myanmar sehr, sehr gut gefallen. Das ist ein Land, was kaum jemand kennt. Es ist westlich von Thailand und wurde kaum bereist, weil es erst so seit den letzten Jahren möglich ist, dort das Land zu bereisen. Manche Teile, sogar der nördliche Teil, sind aktuell, glaube ich, auch noch relativ schwierig. Das Land zu bereisen ist jetzt erst möglich, weil da irgendwie zu korrupt ist oder man da nur rausgezogen wird oder überfallen wird, oder was hat das für Gründe? Ja, es waren politische Gründe. Also das Militär hat dort sehr viel geherrscht. An jeder Ecke stand das Militär und wenn jemand was Falsches gemacht hat, dann wurde er direkt mitgenommen. Und ja, das Militär hat da echt schlimme Dinge mitgemacht.
Also auch an Touristen dann mal gerne so zur Kasse gebeten oder wie hat man das dann als Touri oder als Reisender zu spüren bekommen? Also ich selber habe das nicht mehr mitbekommen, da ich, ja, es war vor 3 Jahren und ja, es ist schon ein bisschen her, wo das angefangen hat, dass sich da politisch etwas verändert hat. Man hat trotzdem gemerkt, dass ja, dort einiges anders läuft als bei uns in Europa und ja, also es war echt extrem teil, was man dort gesehen hat, aber auch super interessant und ja, es war einfach ja, eine Bereicherung, diese Kultur mitzuerleben. Was, ja, wenn ich nach Myanmar gehe, ich selbst war auch noch nicht da, ich war auch noch generell nicht in diesem Teil Südostasiens, was ist so neben der Kultur so besonders so? Gibt es da irgendwelche krassen Sites, die man irgendwie so mitnehmen muss oder ja, was ist so die, nenn mir vielleicht die 3 coolsten Sachen, die du von Myanmar noch so im Kopf hast. Definitiv Bagan, das ist ein Areal von, ich glaube, es waren 44 Quadratkilometer, wo über, also dick über 5000 Pagoden sind. Pagoden sind so kleine Tempel, die vor Jahrhunderten ein Kaiser dort erbaut hat in dieser Region. Und es war einfach super, dann einfach sich ein Rad auszuleihen und dann den ganzen Tag einfach von Tempel zu fahren. Also es war wirklich sehr eindrucksvoll. Ganz kurz, Myanmar, Hinduismus oder Buddhismus? Beides. Okay, also gibt es auch Tempel von beiden Religionen? Ja, also meistens war es jetzt Hinduismus. Es gibt aber auch, was ihr jetzt vielleicht in letzter Zeit mitbekommen habt, einige muslimische Völker dort. Und diese wurden von denen vertrieben, was ja sehr traurig ist. Die meisten sind jetzt, also die wurden halt wirklich gewaltsam vertrieben und sind jetzt vermehrt in Bangladesch untergekommen, unter wirklich sehr schlechten Voraussetzungen, was ja wirklich traurig ist, da ich das Land ja bereist habe und etwas mitbekommen habe, wie das dort abläuft. Ja, das war ein bisschen schade, diese Neuigkeiten zu lesen und mitzubekommen. Ja, aber so läuft das dort leider. Gut, kommen wir zurück zu den Top 3 Erinnerungen. Das erste hast du uns genannt. Hast du noch ein zweites und ein drittes parat? Ja klar, also Yangon als Hauptstadt, als alte Hauptstadt, ja super interessant, eine Großstadt, wo man sieht halt, wie die Leute dort leben und vor allem die Pagode. Es war eine riesige Pagode, ich glaube sie war also an die 50 Meter hoch und sie wurde jedes vierte Jahr mit Blattgold vergoldet. Ich war gerade dort, wo sie vergoldet wurde und man konnte sie eigentlich nicht wirklich betrachten, da man nur geblendet wurde. Darüber hinaus ist an der Spitze dieser Pagode ein 74 Karat großer Diamant. Und wenn man sich das vorstellen kann, diese Leute haben wirklich kein Geld. Es ist eins der ärmsten Länder Asiens, beziehungsweise Südostasiens. Und aber spenden tun diese einheimischen Leute sehr, sehr viel, nur für ihre Pagoden und für ihre Religion. Ja, das ist echt schon immer wieder beeindruckend. Das habe ich auch in Indonesien mitbekommen. Jeden Tag diese kleinen, ja, was waren das? Spendebeutel. Genau, so Spendebeutel, die da bereitgestellt haben und trotzdem haben sie halt einfach gelebt wie, ja, also unter schlechten Bedingungen gelebt, aber das war immer so das Minimum, was jeden Tag drin sein musste, ne? Ja, dann bist du uns, glaube ich, noch Nummer 3 schuldig, ne? Let's go! Ja, also das war sehr beeindruckend. Man hat Mönche jedes Alters gesehen und ja, ich habe mit Einheimischen darüber gesprochen und sie meinten, es sollte von jedem das Ziel sein, mindestens 3 Monate Mönch gewesen zu sein. Ich habe mit Leuten gesprochen, die es dann wirklich nur, also diese Mindestzeit von 3 Monaten gemacht haben. Es gibt aber auch Leute, die es dann über Jahrzehnte oder halt sehr lange machen. Und ja, es ist wirklich eindrucksvoll, wenn man morgens sehr früh aufsteht, sieht man, wie die Mönche durch die Straßen gehen und Essen und Geld von allen anderen bekommen, damit sie überleben. Also das war sehr eindrucksvoll, denn morgens sind dann durch die Straßen, wo keiner war, nur diese Mönche gelaufen und haben dann von Leuten halt wirklich dann Spenden bekommen, um zu überleben. Ja, so Religion scheinbar in Myanmar ein sehr großes Thema, auch beim Reisen dann, dass man das alles mitbekommt und einen fasziniert und catcht. Ja, klingt für mich super interessant. Südostasien muss ich auf jeden Fall irgendwann auch nochmal hin. Ich habe da ja nur so ein bisschen Indonesien rumgereist. Danke auf jeden Fall dafür. Was mich noch interessiert, wie reist man da rum? Wir sind ja hier oft nur mit so Bussen unterwegs, wobei es sind eigentlich schon ganz gute Busse hier in Mexiko. Ist das da ähnlich oder ist das dann so, ja komm, ich nehme hier einfach einen Roller, reist durchs Land, was ist da, wie macht man das da so? Also hauptsächlich lief es da auch per Bus.
Ja, die Bahn habe ich auch einmal genommen, aber das war, glaube ich, somit die spektakulärste Bahnfahrt meines Lebens. Ich saß in der ersten Klasse und ich erinnere mich heute noch daran, als wäre es gestern. Dieser 13-jährige Junge in dieser ersten Klasse auf sehr gut gepolsterten Sitzen stand in der Luft, denn der Waggon ist wirklich auf und ab, nach links und rechts. Und die Leute im Alter zwischen 30 und 50, würde ich jetzt behaupten, mussten teilweise während der Fahrt aufstehen, da es einfach zu krass war. Einheimische aber auch. Genau, natürlich. Ach ja, krass. Gut, also du bist dann eher beim Bus gewesen, Roller hast du denn nicht gemietet, weil ich höre immer von mehreren Leuten oder am Motorrad, dass sie dann durch Südostasien sich mit dem Motorrad gereist sind und sich das vorher geholt haben, nachher wieder abgegeben haben. Hast du so gar nicht gemacht? Dort war das noch nicht so üblich. Also da hat man wirklich alles mehr mit Bus gemacht. Da waren Touristen auch noch nicht in allen Gegenden wirklich bekannt. Also es gibt, glaube ich, heute noch Gegenden, die noch nie einen Touristen gesehen haben. Das müsste aber nördlich sein. Ja, also es war wirklich interessant und ein super Land. Ich kann es euch nur empfehlen. Also Philipp in seinen Adiletten, dann eher in den Bussen damals unterwegs gewesen. Aber ist auch cool, man kommt viel mit Leuten in Kontakt, mit Einheimischen dann auch. Wie hast du dir so generell aufgenommen, mal abseits vom Religionsding, was für dich so beeindruckend war? Da du ja auch vielleicht so einer der, ja, ich will jetzt nicht sagen, der Pioniere Myanmars warst, so travelmäßig, aber ja, wie haben die dich so immer aufgenommen? Also erst einmal als Pionier würde ich mich nicht bezeichnen. Also man hat auch schon ein paar Hostels, also man hat Hostels gefunden und auch andere Backpacker, jedoch nicht so viel wie in anderen asiatischen Ländern. Die Leute waren sehr herzlich, sehr nett. Man hat denen wirklich eine Lebensfreude angesehen, die wir Europäer teilweise nicht besitzen. Und das war sehr interessant, weil die dort kaum Geld verdienen und wirklich ein anderes Leben haben. Aber ja, ich habe mich mit ein paar Einheimischen unterhalten und das war sehr interessant. Jedoch war es etwas schwierig mit der Kommunikation. Man musste schon Leute finden, die wirklich Englisch sprechen und das war dann doch eher schwieriger als einfach. Da fällt uns das hier aktuell bei unseren Spanischkenntnissen in Mexiko dann doch einfacher, mit ein paar Mexikanern zu quatschen. Ne? Ja, aber ist oft so in solchen Entwicklungsländern oder noch ärmeren Ländern, dass die Leute nichts haben, einem aber so alles geben wollen im Prinzip, weil sie so glücklich darüber sind, dass man halt mal in deren Land kommt. Und wir lassen ja auch letztendlich dann in solchen Ländern Geld. Das ist ja dann irgendwo auch gut für deren Wirtschaft. Ja, ich würde sagen, Philipp, ich danke dir auf jeden Fall fürs Interview. In Adiletten um die Welt, Südostasien und Lateinamerika hat er schon gemacht und macht er gerade. Mal sehen, wo es ihn sonst noch hin verschlägt. Wir trennen uns leider heute. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, schon zwei bis drei Wochen miteinander Mexiko erkundet. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß. Für dich geht's heute nach Palenque heute Nacht. Ich fahre jetzt gleich wieder zurück nach Tulum, um ein paar Freunde da zu treffen. Wir werden auf jeden Fall im Kontakt bleiben und schauen, was der andere so macht. Und vielleicht treffen wir uns ja auch in Guatemala wieder. Da wollen wir ja beide circa zur gleichen Zeit die Sprachschule machen, um unser Spanisch dann letztendlich dann noch aufs allerperfekteste Level zu bringen, oder? Natürlich. Also dir, Lukas, wünsche ich auch eine gute Reise. Und ja, man wird dich sowieso sehen, denn man wohnt ja circa 18 Kilometer entfernt voneinander. Stimmt auch wieder. Alles klar, Philipp, ich danke dir. Und Leute, take it easy.